Heute öffnen wir das dritte Türchen. Schauen wir mal rein. Heute stellen wir einen Weihnachtsduft her, eine Orange mit Nelken gespickt und schönen Mustern. Für diese kleine Bastelei benötigen wir eine Apfelsine, Nelken und einen Stift. Mit dem Stift male ich jetzt was auf die Apfelsine. Ihr könnt Muster malen oder, ja, ich werde jetzt einfach mal so ein Herzchen da drauf malen. Ich empfehle unbedingt, das vorher zu machen, weil sonst könnt ihr nie so gerade sein. Deswegen machen wir das vorab. Ja, und dadurch, dass wir mit vielen kleinen Nelken in die Orange reinspicken, verströmt diese und die Nelken natürlich auch einen wunderbaren Duft. Und das riecht doch direkt nach Weihnachten, oder? Also, ja, ich piek's hier jetzt immer wieder in die Schale rein und ja, komme im Prinzip ganz durch. Und ich rieche jetzt schon, dass das so richtig lecker nach Orange riecht. Und die Nelken sind dafür einfach perfekt, weil die sehen auf der einen Seite so wie so kleine Sternchen aus und auf der anderen Seite kann man die ganz leicht in die Schale stecken, weil die ja so hinten so spitz sind. Und dadurch gibt es natürlich richtig schöne Muster. Wie gesagt, ihr könnt Herzchen machen, ihr könnt Sternchen machen. Die Idee dahinter ist, ruhig mehrere Orangen zu machen. Die könnt ihr natürlich auch in verschiedene Räume legen. Oder halt einfach hier in euren Adventskranz rein oder in ein Schälchen rein. Und dann, ja, kann es bei euch herrlich weihnachtlich duften. Fertig. Ich habe jetzt ein Herz gemacht und hier noch so einen kleinen Kranz. Man kann das Ganze natürlich auch noch auf der anderen Seite machen und das wirklich so hinstellen. Wenn ich nah rangehe, dann rieche ich die Nelken und die Orange. Und ansonsten verströmt man hier einfach nur einen ganz orangigen, leckeren Duft im Raum. Und das hält über die ganze Weihnachtszeit. Ja, macht einfach ein paar Orangen davon, legt es zu Hause hin, ihr werdet sehen, gibt richtig schöne Weihnachtsstimmung. Viel Spaß dabei! Thank you.